R-E-W-I-N-S-I-D-E. Herzlich willkommen zu diesem innovativen Format, was es bis jetzt noch nie gegeben hat auf meinem Kanal, meine Freunde. Also, du hast das gedacht. Lukas, ich war mitten in der Moderation. Es wäre echt nice, wenn du die Fresse halten würdest, verdammt nochmal. Leute, was soll ich sagen? Lukas und mir sind bestimmt nicht die Ideen ausgegangen. Nein, es gibt einfach zu viel Kacke im Internet, auf die wir reagieren müssen, meine Freunde. Und in diesem Sinne haben wir uns dazu entschlossen, heute gemeinsam auf eine YouTube-Kacke zu reagieren, die tatsächlich Revinzeit, ja, das bin ich, und leider auch Gottes Evive, das ist in diesem Fall Lukas. Da steht Andreas. Lukas, warte einfach ab, es ist aus unserem Video, okay? Es wird sicherlich gut. Lukas, ja, Mann! Ist okay, Mann! Halt den Mund, Mann! Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wenn ihr mehr von diesen wunderschönen Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne Daumen nach oben da. Lukas und ich lachen gerne und wir lachen auch gerne nicht. Und dementsprechend stellen wir uns gerne dieser Challenge. Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Lukas, gönn dir bitte dieses Video. Bam, bam. Ja. Bam, bam, ja, Apparat. Alter, Props gehen raus, schon mal für das Intro. Ja. Leute, das Video ist sehr lang, aber mein Schwanz nicht so. Ja, muss ich halt damit leben. Ich habe heute einen Postprock, meine Freunde, mit einem weiteren Video. Heute kommt das Statement. Das Statement wird natürlich schön. Ja, warum ich in Haft war, ich habe keine Ahnung. Drogen, Mogen und so. Ich habe mit Drogen zu tun. Drogen, Alter. Drogen, Mogen, keine Ahnung. Immer was damit zu tun haben, habe auch Gott sei Dank was damit zu tun gehabt, so in dem Sinne. Ne? Um Achtung, ich glaube 9 Uhr morgens kamen die, ich war bis 7 Uhr morgens noch fickt und ich habe da meinen Schwanz noch reingehauen in ein paar Jungs zu mir. In ein paar Jungs und von mir. Das war eine harte Arbeit, also die Jungs sehen erstmal schockisell aus, hat bis 7 Uhr morgens gedauert, haben dann bis 8 Uhr morgens noch ein bisschen gelutscht. Ihr kennt ja, man schluckt und man schluckt und dann kamen die glaube ich um 9 oder 10 Uhr morgens. Ist auch egal, das heutige Thema geht jetzt nicht um ja das, was jetzt drinne war und was da alles passiert ist. Heute geht es ja wirklich nur um das Urteil, was überhaupt beim Gericht passiert ist. Ne? Die meisten fragen sich, wie hat das war eine öffentliche Verhandlung. Ja, ich habe viele gesehen, meine Eltern waren dort, mein 200 Brüder waren von mir da. Alle Angaben, die ich sage, sind nicht immer direkt wörtlich zu nehmen, sondern voll übertrieben. Man muss sich vorstellen. Ich kam da an, ich sah auch voll zerstört aus. Ich hatte ja keinen Föhn. Links von mir war, links von ihr war die Staatsanwältin. Rechts von der Richterin war links von der Richterin. Und dann rechts von mir war links von mir. Und dann links war die Staatsanwältin. Und die Staatsanwältin war die Richterin. Und die Richterin war meine Mutter. Die Richterin war meine Mutter. Ja, es ist eine krasse Verhandlung gewesen auf jeden Fall, Alter. Also sprich, das war jetzt, nee, ich bin, das war mein Onkel, nee, ich bin, mein Gedächtnis funktioniert nicht mehr so gut wie von damals, keine Ahnung, warum, vielleicht bin ich alt geworden. Na, auf jeden Fall, die Staatsanwältin macht erstmal einen Vorschlag. Sie ist halt so aufgestanden und sie meint halt, ja, für das, Saras, Fief, Bumm, Saras, Fief, dafür, für dieses Delikt, 3 Stunden und wegen Urheberrecht nochmal 3 Stunden Freiheitsstrafe. Mein Kopf hat mir gesagt, Digga, du musst jetzt einfach ausrasten. Und ich hab so harte Sachen gemacht. Ich hab gesagt, hören Sie mal zu, Frau Richterin, ich hau Sie gleich, Sie Lauch. Und dann rechts von mir war meine Anwältin, ich habe mir eine richtig knallharte Backpfeife gegeben. Ich habe jeden Wärter auf den Tisch geschissen. Ich habe die Staatsanwältin richtig misshandelt. Auf dem PC oder so, glaube ich. Die Zeugin, ich hatte Angst, die hatte auch geweint. Und dann habe ich sie zusammengeschlagen. Und dann meinte halt die Richterin, sie müssen mal auf ihr Leben klarkommen. Und ja, ich habe mich so entschuldigt. Ey Leute, bevor ich das aber sagen will, muss ich aber eine Sache erwähnen. Ich bin als Fußballer aufgewachsen, nicht als Fußballer. Na, auf jeden Fall. Ich kann mir ungefähr vormachen, wie ich mich entschuldigt habe. Frau So, ich hau sie gleich. Die Berichterin hat Backpfeifen kassiert. So. Und ich habe auch bei einem Zeugen auf seinem Haare gekackt und sein Auge gepisst. Und 20 Leute in die Fresse geschlagen. Ich wurde dann irgendwie rausgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. So, ne? Okay, Lukas, zum Abschluss. Das war extrem gut. Zum Abschluss habe ich jetzt noch Kackwagen Mansory. Der war gerade heftig. Also wenn der jetzt noch krasser wird wie der jetzt, dann... Der Scheißwagen Mansory, er geht auf jeden Fall steil. Gönn dir. Nein, ich fahre keinen Benzer. Und ich fahre keinen Tesla. Meine Mutter ist breit, so wie eine Mansa. Deswegen fick ich fette YouTuber in den Scheißwagen. Wagen. Deswegen fick ich
ich fette YouTuber ein Scheißwerk. Du machen Fotos und denken, ich bin Baller, Baller. Nein, ich bin ein Wichser. Mit Status alles zermatscht, die Busfahrer. 22 Zoll Felgen. In Wert von 7 Zoll Felgen. Super, breit so wie 10 Busfahrer. Ich zermatsche, du bin Laden. Junge, was passiert da? Was? Das war die Scheiße. Jeder Steinschlag trifft den Wagen, Wagen. Fernglas. Jeder Steinschlag trifft den Wagen, Junge. Oh Gott. Bitte fragen, welchen Wagen fährt dieser Scheißtyp, lautet meine Antwort. Scheißwagen. Alter. Benza, Tesla, Mensa. Benza, Tesla, Mensa. Was ist das? Ja, ich würde sagen, das reicht dann jetzt noch an dieser Stelle. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Die drei Links sind auf jeden Fall diesmal in der Beschreibung, meine Freunde. Und wenn ihr wollt, dass Lukas und ich uns gerne wieder durchs YouTube-Kacke Deutschland durchforsten, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Fertig bitte mehr YouTube-Kacke von mir und der Wifan. Ich würde mich darüber sehr freuen. Auch immer von jeden anderen YouTubern. Paluten, Tanzverbot, Simon Desio. Der Titel muss auch stimmen, ne? Die müssen alle Klicks bringen, Leute. Wir verlinken euch natürlich auch im Gegenteil. Symbiose, ihr wisst, wie es läuft. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir hören jetzt auf, Klicks zu geiern. Alle drei Links in der Videobeschreibung verlinkt. Lukas in diesem Fall nicht. Macht's gut. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.